So, hier sind wir wieder bei PlaySample und heute, wie versprochen, bauen wir die Wiener Hütte und die macht natürlich der Hotdog, ne? Hallo. Hotdog hat er schon in. Hi, Hotdog. Du hast die Inneneinrichtung schon von Pizza, vom, was, wie nennt man das? Pizza-Eimer? Von unserer Pizzeria. Pizzeria, die Inneneinrichtung. Die gucken wir uns erstmal hier an. So, da gibt es erstmal eine leckere Pizza. Hier ist der Ofen, ne? Mhm. Und da kann man sich hinsetzen, ne? Und sagen, eine Pizza bitte. Schön, ja, Hotdog. Toll, hast du Schickele gemacht. So. Jetzt fangen wir an mit dem Wiener Würstchen, was daneben ist, in dem Spawnspot. Hotdog hat sich die Folge extra noch angeguckt, ne? Damit er noch up to date ist, ne? Ja, ich kannte die zwar schon, aber ich sag mal, das letzte Mal, als ich die gesehen habe, war schon Monate her. Da muss man das ganze Gedächtnis natürlich wieder auffrischen, ne? So, also, wir nehmen jetzt hier erstmal hier aus der Kiste, hat der Hotdog ja schon hier fleißig zusammengestellt, damit ich das immer nicht immer suchen muss. Ihr wisst ja, das ist ja meine Stärke, immer, ich finde die Sachen nicht. So, Magnat, Keramik, Magenta. Dann haben wir hier Birkenbretter, Birkenholzstufe, Birkenholztreppe, Heuballen, toter Strauch und dann haben wir hier natürlich hier Nuckelzaubertrank, schnell. Und hier oben die anderen, unten hier, die kommen wir gleich dazu. So, jetzt haben wir jetzt erstmal hier schon mal ein Grundmaß gemacht. Das heißt, na gut, jetzt haben wir jetzt einfach hier schon eine Straße gebaut. Aber das kann man sich ja immer, sag ich mal, selber machen, wie man sich das halt immer zur Straße verbindet. Ja. Ich würde mal sagen, wir fangen am besten erstmal an mit unserer Keramik. Magenta. Keramik. Also, wir machen jetzt erstmal hier da einen hin, zwei Stück. Und von der Ecke bis zu der Ecke, Patsch, sind es? Also insgesamt ist die Länge 12. Also müsste man noch 11 Blöcke ransetzen. 12, also 12 Steine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, also 12 insgesamt. Okay. Dann von der Ecke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann natürlich hier wieder das gleiche. 2 Stück und dann hier 11 Stück, beziehungsweise 12 in der gesamten Länge. Dann haben wir hier die Seiten, diese Seiten jetzt hier. Und die Seite. So. Die sind hoch, ne? 1, 2, 3, 4. So. Dann machen wir hier das auch so hoch. Ja. Also erstmal alles auf insgesamt 4 hochsetzen. Ja, genau, eine Höhe. 4 hoch. So, und dann haben wir Hotdog. Wie hoch ist das insgesamt? Das weiß ich nicht mehr. Das musst du mir jetzt sagen. So, bevor wir jetzt erstmal zum Dach kommen, machen wir erstmal den Eingang. Wir haben hier vorne eine Dreierlücke. Ja. Und ihr kennt es ja auch jetzt, da sitzen wir dann einfach vorne so schräg drauf unsere Birkenblöcke. Das Ganze aber nur auf eine Höhe von 3. Okay. Und dann? Dann nehmen wir einfach nochmal Stufen. Die machen wir auf der gleichen Höhe. Super. Und dahinter verbinden wir das Ganze noch mit unserer Keramik. So, jetzt müssen wir jetzt aber noch hier, jetzt gehen wir so hoch. Das heißt, jetzt einer bleibt immer frei, dass wir dann so hoch gehen, ne? Oder zwei? Ich würde das Ganze das so mehr machen. Mal, wenn wir jetzt schon am Ende, aber wir müssen am Ende so... Wie lange müssen wir hoch? Ja, aber wie viel haben wir denn an der Seite? Das heißt jetzt... Machen wir kurz so eine Markierung hier in der Luft. Jetzt macht er eine Markierung. Hat er jetzt. Ha? Haben wir uns nicht vorbereitet? Oder was ist los jetzt hier? Ha? Wie immer sind wir sehr spontan, ne? Ja, sicher. So sieht das aus, ne? Das muss ja auch ein bisschen hier, ne, glaubwürdig rüberkommen, ne? Ja, natürlich. Ja, ja. So. Hotdog übt jetzt noch eine Runde. Nein, ich ziehe das schon vor. Ich würde sagen, oder? Eine Seite hast du schon fertig gemacht. Oder ich würde sagen, wir sehen uns gleich bei der nächsten Folge wieder, ne? Okay. Ja, okay. Oder bist du fertig? Theoretisch schon, ja. Was denn jetzt?
Theoretisch schon, ja. Okay, theoretisch. Okay, dann brauche ich ja nicht ausmachen. Dann können wir das so ziehen, was er theoretisch gebaut hat. Das heißt, 1, 2, 3, 4. Was ist das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 5 Steine. Warte, lässt ihr frei. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann hier auch. 5 ist die Höhe. Und dann sind wir hier angekommen. Also 5, ein freilassen, 5 hoch. Und dann wieder 5 oder was, Hotdog? Mach mal einen Cut. Ja, willst du mich jetzt verscheißern hier oder was? Soll ich jetzt einen Cut machen oder was? Ich hab's theoretisch. Das ist nur eine Sekunde. Okay, eine Sekunde. Wir sehen uns gleich wieder. Bleifempel. 6,5 Stunden später. So, nach einer kurzen Pause sind wir da und hat Hotdog sich jetzt theoretisch jetzt fertig gebaut, ne? Naja, hat er nicht lange gedauert, also wir haben ja schnell das rausgefunden, das Problem. Also, wir müssen jetzt 1, 2, 3, ja, ET. Ja, genau. Pass auf, an der Seite fangen wir jetzt hier an. Ja, das ist ja immer noch auf eine 4er Höhe, ne? Ja, 4er Höhe. Da setzen wir 2 rauf. Ja. Auf der anderen Seite machen wir es einfach mal synchron nach. Ja. Danach setzen wir hier 3 rauf insgesamt. Ja. Also das ist das dann, ne? Und in 2 Jahren 3. Ja. Und dann wieder 3. Beispiel noch einmal. Wieder 3. Ja. Und danach wieder 3. Wieder 3. Alles klar. Haben wir soweit verstanden. Und dann? Und dann haben wir die schöne Aufgabe, das ganze Dach jetzt mit unserer Heuballen zu bedecken. Mit den Heuballen. Aber da müssen wir darauf achten, dass das eine Richtung ist, ne? Welche Richtung willst du denn nehmen? Das ist nach oben zeigt. Willst du die Dingsrichtung oder? Wenn du jetzt Heuballen nach oben setzen willst, musst du darunter einen Block immer setzen. Ja, okay. Okay, mach mal. Das siehst du gemacht. Dafür habe ich den Hotdog, ne? Der baut mir das immer vor, ne? Okay, und dann machen wir jetzt Heuballen so nach vorne. So wie jetzt, zack. Dann machen wir hier einen drunter. Hat der Hotdog ja gesagt. Sonst wir das die kann man auch, einfach da lassen, weil am Ende, wenn man sich das einrichtet, sieht man dann diese Schicht eh nicht mehr. Ja, okay. Und dann ziehen wir das nach oben. Immer so nach dem Maß von den, was wir jetzt hier gebaut haben. Dreier, Dreier, Dreier. Ja, und dann würde ich sagen, ja, bauen wir das aus und wir sehen uns gleich wieder bei Playtable. Vierter Tag. So, und weiter geht es mit unserer Wiener Würstchen. So, wir haben das ja alles jetzt das Dach soweit gebaut. Und jetzt müssen wir nur noch, wo bin ich jetzt hier? Hier, jetzt nehmen wir einmal Treppe. Ne, erstmal nehmen wir Birkenholz und knallen das hier vorne hin, ne? So. Ich mache eine Seite macht Hotdog, ne? So, Birkenholz. Yay. Und dann nehmen wir einmal kurz Birkenholzstufe, verbinden die hier zwischen, damit das hier auch vernünftig aussieht, ne? Nicht so billig, ne? Und dann nehmen wir eine Treppe und knallen die hier vorne hin. Zack, so rum. So. Dann sind wir dabei, ein Würstchen zu kreieren. Hotdog macht das ja schon mal, baut das schon mal vor, weil er das Maß erkennt. Ich zeige euch jetzt, was wir brauchen für das Würstchen. So, wir gehen jetzt hier rein und für Würstchen brauchen wir eine Truppenholztreppe, eine Truppenholzstufe, dann brauchen wir noch Truppenholzbrett, dann roter Stein und eine rote Stufe und eine rote Treppe. Zack, und vielleicht auch ein bisschen Nuckelzaubertrank, aber den habe ich ja schon. Ne? Oder hier, okay, den kann ich auch nehmen. Hier wäre es ein toter Strauch, den muss ich auch noch nehmen. So, Hotdog hat das ja schon ein bisschen vorgebaut. Das heißt jetzt... So rum. Okay. Warte, ich mach's nochmal weg. Ganz gerne auch nochmal. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich meine, eine Seite muss ja wenigstens zeigen. Ne? Ich meine, ganze Ding knallt der hier sofort hin. Also, wer weg hier. So, okay. Wir nehmen jetzt den erstmal einen ganzen. Und dann ziehen wir den bis dahin, bis zum Ende. Nein. Treppen habe ich genommen, mein Lieber. Wo denn? Umgedrehte Treppen. Ach, Treppen, umgedrehte Treppen. Wir formen uns jetzt so ein bisschen jetzt. Das kann man mir auch mal sagen, ne? So, umgedrehte Treppe, Würstchen. Treppe. Habe ich das Maß denn erreicht? Ja, genau. So sieht es aus. Ne? So, und dann hast du das denn hier einmal verbunden.
Genau, dass sie sich so aneckt. Ja, so patsch. Und dann haben die so eine Aneckung. Dann ist das nur ein Stein weiter raus. Und dann? Darauf platzieren wir dann normale Treppen. Ja. In die Richtung? Okay. Und dann mit Blöcken ziehen wir einmal bis zur anderen Seite. Okay. Und dann wieder. Und nicht vergessen, auf der anderen Seite in den Treppen dann so eine Ecke machen, ne? Ecke machen. Das heißt, jetzt hier müssen wir so rum, von unten und einmal oben drauf klatschen. So, dann sieht das so aus. Genau. So. Und jetzt können wir hier noch. Ja. Eine Stufe. Ein Brötchen, Rotding hier machen, genau. Und wir machen noch. Stufe? Nee, was? Auch nicht. So. Ich auch. Aber da rein? Fertig. Ja, ja. Nee, davor. Hm? Was machst du denn? Davor, ne? So. Ja, darunter, genau. Ja, meine ich doch. Und jetzt kommt alles Entscheidende, die Wurst. Ab an die Wurst. Aber die Wurst hast du gar nicht gemacht, muss man ein bisschen üben, ne? Oder was? Nee, die haben wir doch schon. Okay, jetzt kommt die Wurst. Einfach batsch eine fette Wurst rein. So. Warte, so. So. Ist das richtig so? Oder muss ich noch einen höher? Ja, gehen wir noch. Noch einen ganzen Klotz oder? Ach, machen wir hier vorne auch wieder hier einen Zipfel hin. Das heißt jetzt hier Treppe nach da. Treppe hier unten. Dann sieht das so aus. Und dann? Hä? Was baust du denn da für eine Bubbelkacke? Lass mich doch kurz mal gucken. Hä? Also, ne? Also fertig gebaut oder was? Also, soll ich einen Cut machen? Ich meine, das tut nicht weh, ne? Nein, brauchst du nicht. Brauche ich nicht, aber was soll ich? Und Leute, wie geht's euch? Wie gefällt euch die Folge heute mit Hotdog? Wie gefällt euch heute die Folge am Samstagmorgen? Ich habe meinen Kaffee und Hotdog bringt mich so kuddelmuddel durcheinander, aber egal. Ne? Wir haben ja Wochenende und das heißt dann. Smoke weed every day. Okay, hast du das jetzt? Ist mir damit jetzt irgendwas sagen? Nein, wollte ich nicht. Ich wollte eine Einblendung machen für das Dings. Für meinen grünen Hintergrund. In dem Augenblick, wo ich ruhig gewesen bin, kam eine Einblendung. Was sie am Wochenende. Ist Wochenende. Halligalli! So, okay. Oh, Doc. In der Zeit, wo ich die ganze Zeit. So. Was hast du es jetzt geschissen gekriegt? Meine Damen und Herren, wir haben eine Wurst gemacht. Ja, hast du eine Wurst gekriegt? Also, das heißt jetzt, wir haben das jetzt hier gebaut. So, damit wir jetzt die Seite erklären können. Das heißt, jetzt hier nehme ich einen halben. Den halben ziehe ich da drauf bis zum Ende. Da habe ich aber vorher eine Dings gemacht. Eine Treppe nach unten. Ist das richtig so? Ja, ich habe es sogar noch kurz hier geändert. Ja? Und zwar setzen wir hier dazwischen. Ja, okay. Auch noch eine Treppe, damit das Brötchen zu ist. Und das heißt jetzt hier oben, wann kriegen wir den Zipfel hin? Jetzt machst du noch einen da drauf, oder was? Ja, weil einer nehmen. Wir machen so, dass die Wurst auch so einer drin nehmen. Das war ein Hammer mit zwei Dingen. Nein, das wollte ich jetzt, das meinte ich jetzt damit nicht. Die Wurst hat ja so ein, ist ja so ein bisschen so, gekrümmt, ja, okay. Sag ich mal, ne, im Brötchen. Ja, dann machen wir so. Die Mitte davon ist so, ne? Wie viele Steine hast du da genommen? 1, 2, 3, 4. Ich hab jetzt 7. 7? 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, und dann müssen wir noch einen dahin klatschen. So, dann einen halben dahin. So, dann sieht das so aus, wie bei dir. Fertig. So, das ist die Wurst. Oder was? Das ist die Wurst. Okay, die Wurst ist oben drauf. Würde ich mal sagen. Was es ziemlich lange gedauert hat, aber, ne? Und dann brauchen wir ihn einfach nur noch. Jetzt kommt's. Winnie hat. Seht ihr ja selber, dass es Winnie hat? Dieses Schild, wie ihr das bauen könnt, blende ich euch natürlich wieder ein von Hotdog, ne? Weil ich baue die Schilder nicht. Ich habe auch nicht das Interesse, es zu lernen. Weil ich ja den Hotdog habe. Warum soll man das auch machen, ne? Ist ja, ne? Hä? Ist ja genauso.
Wenn du schon einen hast. Wenn ich schon einen habe, ist genauso wie, ich weiß, wie man bügelt, aber wenn man jemanden hat, der einen bügelt, dann bügelt der, ne? Ich meine, ist ja uninteressant, ne? Das geht nicht. Weil wir haben Wochenende und ich habe viel gemacht und ich muss mir auch ein bisschen ausruhen, ne? Ein bisschen entspannen muss ich mich, ne? Winnie hat, so, das ist ja, natürlich, jetzt habe ich hier ein Dings rausgeschlagen. Winnie, genau so wie es da auch ist, so machen wir das hier hin. Also jetzt hat, dann würde ich den hat, aber da das T hinmachen, da wo der Balken ist, da T, U, H. Und natürlich hier U. So, dann haben wir hier Winnie hat, ne? Ja, auf der anderen Seite muss ich auch irgendwie Winnie hat machen und dann fertig, ne? Ist dann fertig, Hotdog? Cool. So lange genug gedauert. Machst du jetzt gerade innen drinnen schneller oder was? Winnie? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so schnell hinkriege. Hat und hat. So, das ist Winnie hat. Winnie. Ach, das E fehlt noch. Ich dachte schon, irgendwas fehlt da, ey. Winnie hat. So, auf der anderen Seite das gleiche. So sieht das aus. Dann kann ich auch jetzt hier eben kurz. Was ist das? Stroh nehmen? Was ist das Stroh? Stroh. Richtig schnell geben. Das gibt's gar nicht. Entweder ich habe Alzheimer oder ich kriege das Spiel schon Jahre, ne? Aber wenn ich jetzt irgendwas suche, dann. Ich bin zu blöd fürs Spiel. Was ist das denn hier für eine Kacke? Wo ist denn der Stroh, Mann? Wollen mich jetzt verarschen hier im Spiel oder was? Bei Baumaterial ist es nicht. Dekoration. Kannst du sagen, so eine Wartemusik einblenden? Aber Dekoration ist das. Ich hab's gefunden. Meine Frage. So. Fertig. So, wir gehen jetzt in Winnie Hut und das ist eingerichtet. Was? Das kriegst du sowieso jetzt nicht auf die schnelle Hotdog. Also würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder bei der nächsten Folge. Soweit haben wir das jetzt ausgebaut. Jetzt müsste jetzt nur noch ein bisschen Grünzeug und so, aber das nehmen wir uns gleich an, wenn das innen drin auch eingerichtet ist. Das ziehen wir uns noch rein, was Hotdog da baut. Dann würde ich sagen, bis gleich. 2 Stunden später. So, nach kurzer Pause sind wir jetzt wieder da und haben auch alles fertig gemacht. Hier vorne haben wir alles noch ein bisschen mit toten Sträuchern kreiert, ne? Aber so rum ein bisschen huschi huschi. Und dann haben wir noch hier einmal die Birkenholzstufen auf den Balken gemacht, hier so drauf. Dann sieht das so aus, als wäre das ganze Steine verbunden wäre. So, zack. Dann haben wir auch hier so eine Kante. So, und dann gucken wir uns mal an, was der Hotdog so gebaut hat. Wir gehen jetzt uns erstmal ein Würstchen reinziehen, ne? Ein Würstchen, ein Hotdog. Ja. Alles hier schön, Fleisch, Bilder drin, ne? Ganz hier, ich glaube, wir müssen erklären, warum Zaun an der Decke ist. Ich glaube, sonst ja, weiß das keiner. Das sind die Wiener Würstchen, die runterhängen, aber die kann man ja wohl schlecht machen. Dann sind das halt die Wiener Würstchen, die von der Decke runterhängen, ne? Weil vor dem Speiselokal hingen überall diese Würstchenketten von der Decke, auch Gemälde waren da von Hotdogs und so. Ja. Und leider haben wir ja keine Hotdogs im Spiel, von daher. Ein bisschen so die und Zutaten hier mal verteilt. Popelküche. Und dann hier gibt es Würstchen. Yay. Ja. Das war jetzt die Wiener Hütte oder beziehungsweise Winnie Hut. Winnie Hut. Ja, hieß das andere auch nicht Winnie Hut bei mir? Hm, was? Wie ist das denn bei mir? Das andere sieht auch Winnie hat. Hast du irgendeine Bedeutung? Hast du noch ein Winnie hat oder was? Ja, ja, normalerweise stand auch Winnie hat da drauf auf dem Gebäude. Das war Weicheinschuppen. Das weiß ich auch. Ist das die Würstchenbude? Winnie hat. Haben wir jetzt. Ja, gut. Okay. Da müssen wir nochmal hinterhaken, ne? Warum das so ist. Das schnalle ich jetzt auch nicht. Aber egal. So, das ist jetzt die Wiener Würstchenbude, ne? Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Dann kommt das. Was kommt daneben? Was ist das? Die nasse Nudel oder? Ja, nasse Nudel, ne? Taco. Taco kommt daneben. Taco kommt danach.
Und dann haben wir die nasse Nudel und dann haben wir die Folge fertig, wo SpongeBob da von Restaurant zu Restaurant sich einen Job sucht. So, das war es wieder von mir und das war es von Hotdog, ne? Ja. Und ich mache noch einen Link da rein, damit ihr auf Hotdog sein ABC für diejenigen, die es auch lernen möchten, Buchstaben auf den Bannern. Ich mache es nicht, ich tue es nicht. Dafür habe ich den Hotdog. So, dann bis demnächst. Tschüss.